Schneller. Naja, jetzt haben wir mehr als genug Zeit. Jetzt müssen wir aber extra warten, bis das Viech hier hinkommt. Nein, ich habe gehofft, dass ich da drauf lande. Kümmert euch erstmal nicht um die Harpien. Das ist das Wichtige. Man sieht schon, das sind nämlich die riesigen Pferde. Na, kommt mal her. Ey, ich will die angreifen. Drück schon. Lass mich los, du dämliches Vieh hier. Ja, runterfallen ist keine gute Idee. Ja, komm mal her. Oh, bestimmt hört man das Klicken richtig, wenn ich das noch später rendere. Ach so, wir müssen hier hoch. Ich wollte schon nach links laufen. Schneller, schneller, schneller. Das Ding. Oh, das Ding ist noch lange auf. Unnötige Hektik. So, jetzt haben wir die Klappen aller Pferde da geöffnet. Und was macht man mit Pferden? Ach, ich wollte. Hier werden die jetzt gleich. Ja, reiten. Ja, wissen. Das ist ein falscher Ausdruck. Warum ist der Mund so auf so? Bäh. Wir werden jetzt die Zügel hier ziehen. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ach so. Na komm schon. Ach so, dann sehen wir die alle hier peitschen. Ey, ich habe doch in die Richtung gemacht. Ja, bang. Ey, ich mach doch in diese Richtung. Was willst du von mir? Mein Gott. Ja, er peitscht nur zwei, aber alle vier reagieren. Ja, wen kümmert's? Die bewegen sich, das reicht mir. Die schleifen die ganze Insel mit sich. Ach so, die verbinden beide miteinander. Okay, okay, jetzt habe ich es verstanden. Deshalb haben wir auch diese eine Brücke da getreten. Boah, ich brauche was zu trinken. Das ist nicht gut, wenn ich hier nichts zu trinken habe. So, willkommen in unserem neuen Bereich. Okay. Jetzt. Ah, Speicherpunkt. Darauf habe ich gewartet. Gute Frage, wo muss ich denn längs? Gucken wir mal hier unten nach. Das ist schon mal der falsche Weg. Gut zu wissen. Was hiermit? Auch falsch. Hä?
Toll, wo muss ich denn? Muss ich hier runterspringen? Ja, wieso aussieht ja. Okay, und dann? Links und rechts ist versperrt. Ach, die wollen uns ein paar Gegner vorgeben. Deshalb habe ich die Truhen am Anfang nicht angerührt. Nächster, das gibt es nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Zwei dämliche Hiebe. Komm her, du gehst zu deiner Freundin hier hin. Dir brechen wir alles. Ah, ich habe mal Lust, das hier zu benutzen. Dir, komm her. Dir. Weg mit dir. Schön den großen jetzt erstmal vernichten. Bam, Kopfnuss. Frisst das hier, frisst das gefälligst hier. Das aussieht, hinterlassen die gar keine roten Orbs mehr, wenn man sie so vernichtet. Komm her. Ja toll, wieso hinterlassen die den einen Gegner dort? Soll der mir etwa Angst machen? Ach ey. Boah. Kann ich hier runterspringen? Nein, nein, nein. Geh hoch. Ey, geh da hoch, Kratos. Ja, das will ich machen. Wieso ist er überhaupt hier? Soll er irgendwie... Tja, ich wollte gerade sagen, soll er hier sein, dass er mich vernichtet? Schafft er es, mich zu treffen? Oh, jetzt wieder dieser ganz schöne lange Weg rüber. Oh, ich muss noch Heavenly Sword hier mal aufnehmen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, wieso ich auf einmal jetzt hier in God-Mode spiele, dort in Höllenmodus. Ah, egal. Mehr Fun für mich. Ja, was heißt sie für mich, für euch? Und ich habe ein bisschen Challenge mit drin. God of War 1 war schon einfach, aber diese. Ich bin 20 Mal krepiert, nur wegen den, weil ich richtig springen wollte oder den Rätsel, die so abartig waren. Diese Kettensägen oder diese, nee, diese Kreissägen auf dem Boden, die in Pandoras Palast waren. Ah, oh, wie mich das aufgeregt hat. Oh, ich glaube jetzt schon... Ja, es ist schon seit kurzer Zeit... Na, was sag ich da kurzer Zeit? Seit einer Stunde habe ich mit Kageyoshi LP ein bisschen in Skype geredet. Und der nimmt, glaube ich, auch gerade was auf. Ich glaube, sein neues LP. Aber das würde ich euch eher raten, es zu gucken, weil ich möchte das nicht verraten. Falls er es erst nach mir hochlädt. Wow, und die explodieren, das sieht ihr ja. Yeah, eine Handgranate für jeden. Die Mauer ist kaputt, das sehe ich doch. Nein? Dann müsste es die sein. Ich weiß, dass hier eine Mauer kaputt ist. Wusste ich's doch. Oh, und wir können bald ein neues Upgrade machen. Ich würde euch raten, guckt euch das neue LP von Kageyoshi LP an. Weil das gehört auch eins zu meinen Lieblingsspielen. Und wäre schade, wenn ihr es verpassen würdet. Wieso bin ich überhaupt hier hingesprungen? Ich wusste nicht mal, dass hier eine Truhe war. Egal. Hier sind eine Menge Truhen versteckt. Und los, Handgranate. Hey, falscher Knopf. Moment mal. Nee, nee, nee. Ich muss da oben hin. Aber... Also, da oben ist der normale Weg.
Hier unten sind aber noch Truhen. Und sag bloß hier, ich habe mich geirrt. Oben war nicht der normale Weg. Hier, frisst das. Ja, manchmal sind sie so lustig und wollen sich selbst in die Luft jagen. Also, wir können ja mal die Truhe hier freitreten. Ja, das ist der richtige Weg. Daran erinnere ich mich noch. Denn hier sind diese schönen Truhen. Ah, komm schon, eine Phönixfeder, sei so nett. Uah. Hey, ist hier noch eine. Das Spiel ärgert mich wirklich. Ich wollte vorhin, ein Gorgonauge und dann kriege ich eine Phönixfeder. Und wenn ich eine Phönixfeder will, kriege ich ein Gorgonauge. Na los, schneller. Lässt dir aber Zeit, Kratos. Dafür dicke Orbs. Aber hier ist eine Phönixfeder, na los. Ja. Yeah. Aber ich bin unzufrieden mit dem Balken. Ich will noch, dass er größer ist. Der muss um einiges größer werden. Okay, wieso gehe ich da nicht? Manchmal denke ich auch nicht nach. Eine gute Eigenschaft von mir. Oder etwa nicht. Okay, was passiert denn hier? Ja. Achso, die Hände gehen runter. Und unser Ziel ist es jetzt, auf die Hände zu gehen. Aber wenn wir loslaufen, ist es schon weg. Was wir jetzt machen, ist erstmal hier runterspringen. Und sehr leicht zu übersehender Schatz ist hier. Weil die Kamera manchmal bevorzugt, die Stellen zu verstecken. Hier müssen jetzt Orbs drinne sein. Nein! Stört mich nicht. Okay, was passiert denn hier? Okay. Ja, die gehen auch zu schnell runter. Wir besitzen, glaube ich, noch immer ja Poseidons Dreizack. Aus dem ersten Teil. Das heißt, wir können auch immer tauchen. Dass das wirklich davon abhängig ist, dass Kratos schwimmen und tauchen kann. So, jetzt sind wir hier drin. Ja. Achso, die hält da was in der Hand. Na, was ist denn das Schönes? Wir haben eine dritte Leiste bekommen. Amulet of Fates. Jetzt sind wir in der Lage, durch L1 und R1 die Zeit zu verlangsamen. Und das kann man hier gleich... Mist. Hier gibt es nichts. Also, wir können die Zeit verlangsamen und mit der Zeit wird dann auch dieser gelbe Balken, den wir haben, immer weniger. Und wenn er leer ist, läuft die Zeit wieder auf der normalen, auf normalen Speed. Das kann man ja... Sehr schön, die Leiche blockiert alles. Kann man die nicht einfach rausziehen? Hätten wir ganz locker hier rein können. Aber... hier war noch irgendwo ein Schatz, das weiß ich. Und ihr seht schon, das Teil leuchtet aus der Ferne. Bam, und er macht so eine ganz coole Handbewegung und sagt, komm her. Ja, toll. Das war lächerlich. Das war lächerlich, Kratos.